Herzlich willkommen zur 17. Folge Castorio 2. Hallöchen. Die nochmal upgraden. So, sind die. War das nicht mehr? Okay. Kommen auf jeden Fall noch welche. Das waren schon die 28 Stück. Wow. So, damit werden wir auf jeden Fall wieder in Schwierigkeiten kommen. Ja, ich glaube, ich muss die schnell zum Morgen. Bitte wird so nichts mehr. Das wird so nichts mehr. Ich muss auch überhaupt mal gucken, wie das jetzt so weiterläuft. So, jetzt kommen gleich die Öfen und dann können wir da nochmal neu planen. Weil dann bauen wir nämlich die ganze Geschichte nämlich daran. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Die können wir nämlich so gar nicht mehr planen. Weil wir nicht die großen Strommasten haben. Die kommen aber gleich. Das heißt, wir können schon mal vorbereitende Maßnahmen machen.
Genau. Der kommt dann nämlich hinten drauf. Mich jetzt hier schon mal so um. Heißt, die müssen dann noch mal verlegt werden. So, und hier oben habe ich keinen Platz mehr zum Aus- und Umbau. Da habe ich mir schon alles voll gebaut. Toll. Nur eins. Geben wir hier auf Herstelltempo 2. So. Das heißt, ich muss da eh umbauen. Wobei, das reicht noch. Dann können wir da auch das später machen. Das ist jetzt mittlerweile 500. Und dort aus gehen wir einfach auch mit daran. Gut, dann haben wir das.
Die Forschung läuft jetzt auch. Nein, grün fehlt. So, dann bauen wir jetzt grün aus. Auf 075, die haben wir mehr als genug. Die haben wir mehr als genug. Die Datenkarten haben wir auch schon ausgebaut. Gut, dann haben wir halt jetzt nur das Problem. Hier, dass wir jetzt hier unter Umständen Schwierigkeiten mit der Versorgung bekommen. Aber gut, wenn das soweit durch ist und sich das jetzt hier hinten unter Umständen noch mal wieder ein bisschen stauen würde, was aber aktuell nicht so danach aussieht. Oh. Aber man sieht jetzt hier schon ganz eindeutig, dass es besser passt. Ich hole mir mal ganz kurz noch mal ein paar rote Filzbänder. Untergrundgelb haben wir nicht mehr. So, wir hauen das da mal ein bisschen schneller rein. Und vor allem das hier auch. Bis vorne hin geht's und dann ab hier sollte man vielleicht noch mal ein bisschen was Schnelleres reinhauen. Ja, und hier scheitert es jetzt halt größtenteils und hauptsächlich am Eisen. Eisen kommt aber jetzt. Deswegen holen wir uns schon mal ein paar Stahlplatten. Weil ich davon ausgehe, dass wir Stahlplatten brauchen dafür. Okay, braucht man nicht. Der kann weg, der kann weg. Und voll im Öl.
So, die können Gas geben, das heißt, auf dem Band sollte jetzt deutlich mehr kommen. Was aber anscheinend dann trotzdem immer noch nicht reicht. Dann liegt das aber eher. Ganz kurz mal. Ist nämlich so kompliziert. Weil ich glaube nämlich fast, dass wir hier fast schon ein komplettes Band brauchen für eine Schmelze jetzt. Gut, dann. Aufgeteilt auf drei Bänder. So, da jetzt auch volles Programm. So, haben wir jetzt hier eine Verbesserung der Situation. Wir sind jetzt bei Eisen jetzt bei 537 die Minute. Also es wird Zeit. Es wird definitiv Zeit. Für den Schienenverkehr.
So, dann braucht man Licht, Ofen mit Blau. Dann gibt es hier noch die Vor. Ja gut, da brauchen wir nicht drüber uns zu unterhalten. Okay, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall dann irgendwann die blauen Pakete. Oder wir planen halt die neue Schmelze gleich so ein, dass es funktioniert. Weil hier kommt jetzt definitiv zu wenig, ja, bedeutend zu wenig Grüne. Und natürlich auch bedeutend zu wenig blaue. Nee, gelbe sind das. Gut, bei den gelben könnte aber jetzt unter Umständen das Problem als nächstes auftreten. Dass wir da in die Situation kommen, dass jetzt das Holz nicht mehr reichen wird. Oder dass wir da jetzt in die Situation kommen, dass jetzt auch wieder deutlich enger wird, weil wir jetzt hier natürlich wieder deutlich mehr rausziehen. Da müssen wir planen. So, und ich denke mal, ich werde mich jetzt mal nach hier unten begeben. Irgendwo, wo ich ein kleines bisschen Platz habe. Dass wir hier zum Beispiel meine Schmelze planen. Wo wäre eine optimale Schmelze, so wie ich mir es vorstellen könnte aktuell? Ionenplatte. 10 zu 5, ja. So, wir, ach so, wir, schön, wir kriegen ja noch das angereicherte Eisen, das wäre 5 zu 5. Ah, und dann gibt es die ganze Geschichte noch aus Materie, das hatten wir auch noch gehabt. Aber ich denke mal, die Schmelze so ist schon mal nicht schlecht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.